Overwatch setzte zu Beginn nur auf teambasierte Spieler-gegen-Spieler-Duelle und führte kooperative Elemente erst mit späteren Events ein. Overwatch 2 wird hingegen die Koop-Elemente mit Story-Einsätzen und Heldenmissionen ausführlich ausweiten und die bekannten PvP-Duelle einfach aus dem Vorgänger übernehmen. Doch zunächst zu den kooperativen Einsätzen, in denen vier Spieler gemeinsam gegen computergesteuerte Gegner kämpfen. Solo-Ausflüge oder Partien mit zwei oder drei Mitstreitern sind nicht geplant. Winston? Besprich dich nur aus, May. Du, sind wir wirklich genug Leute für diese Mission? Wenn wir alle zusammenbleiben, dann wird's schon schief gehen. Zwei Koop-Modi wurden bisher vorgestellt. Story-Einsätze und Heldenmissionen. In den Story-Einsätzen, die mit längeren Zwischensequenzen eingeleitet und abgeschlossen werden, sollen die Overwatch-Welt und die Helden vertieft werden. In dem angespielten Einsatz in Rio de Janeiro waren Lucio, Tracer, May und Reinhardt dabei. Rio ist die Heimatstadt von Lucio und daher steht der brasilianische DJ im Mittelpunkt. Die Mission startet in einem Club, der von vielen Null-Sektor-Robotern angegriffen wird, wie man es aus dem Archiv-Event kennt. Bevor man sich aus dem Club an die frische Luft kämpft, dürfen die vier Helden an einer Kiste Halt machen und je einen zusätzlich nutzbaren Ausrüstungsgegenstand aufnehmen. Soll es eine Säuregranate, ein großes Kraftfeld, ein platzierbarer Geschützturm oder ein Heilemitter sein? Das Leveldesign erinnert an die bekannte Rio-Karte, aber alles ist neu gestaltet, detailreicher plakatiert und mit viel mehr Effekten als in der PvP-Karte versehen. Im PvP-Modus würden viele Effekte zu sehr von den eigentlichen Duellen ablenken, erklärten die Entwickler. Und deswegen könnten sie in den PvE-Missionen wesentlich mehr Grafikeffekte einsetzen. Nach der Stranderoberung wird das Heldenteam in einer Zwischensequenz auf ein großes Luftschlachtschiff von Null Sector geflogen, wo abermals in einer Arena gekämpft wird, bevor im Anschluss noch eine Arena kommt. Wenn nicht gerade gekämpft wird, reden die vier Charaktere miteinander und kommentieren die Lage und reißen Sprüche. Big, scary door. Nothing to worry about. Die finale Arena ist am Reaktorkern, wo wellenweise Feinde bekämpft und zwischendurch der Reaktorkern beschädigt werden kann. Der besonders große Roboter kann die Helden festnageln und Flächenschaden anrichten. Außerdem sollte man bei seinem Auftauchen nicht in seiner Nähe stehen. Da währenddessen normale Gegner spawnen, kann das Chaos schnell Überhand nehmen. Vor allem, wenn man als Team nicht wirklich zusammenarbeitet, wenn zum Beispiel Lucio als Heiler nicht beschützt wird, der wiederum dafür sorgt, dass Reinhardt nicht den Raketenhammer abgibt. In dem Fall war die Mission durchaus fordernd und erforderte zwei Neustarts des nicht eingespielten Teams, wobei leider das komplette Reaktor-Arena-Event wiederholt werden musste. Als dann der Bossroboter besiegt war, musste man in 1,5 Minuten aus dem explodierenden Schiff fliehen, was als kleines Intermezzo überaus gelungen war. Der Einsatz hatte trotz chaotischer Passagen schon Spaß gemacht, orientierte sich jedoch zu sehr am Archiv-Event. Schöner wäre es gewesen, nicht immer Gegnerwellen zu bekämpfen oder auch mal in offeneren Gebieten zu sein. Hier darf in Zukunft gerne mehr Abwechslung geboten werden. Neben den Story-Einsätzen gibt es auf hohe Wiederspielbarkeit ausgelegte Heldenmissionen, in denen alle Charaktere spielbar sind. Diese Einsätze können an allen Schauplätzen stattfinden, während Gegnertypen, Missionsziele und andere Elemente durchgewechselt werden. Auch verschiedene Spielweisen von Tanky bis Waffenstarren sind möglich und natürlich sind manche Helden für etwaige Vorhaben geeigneter als andere. Die Heldenmissionen sollen grob mit dem Abenteuermodus aus Diablo 3 und den Weltquests aus World of Warcraft vergleichbar sein. In den Heldenmissionen sammelt man je nach Held Erfahrungspunkte und kann später Talente freischalten, welche die Fähigkeiten des Helden modifizieren. So kann das Talent Chain Reaction von Tracer dazu führen, dass die Impulsbombe sekundäre Explosionen an Gegnern verursacht, die von der ersten Detonation getroffen wurden. Torpion kann zum Beispiel drei kleine Geschütztürme anstatt eines großen Geschützturmes aufstellen oder die Minigun des Turms gegen einen Flammenwerfer tauschen. Neben den Talenten soll es noch weitere Fortschrittssysteme geben, welche die Entwickler später vorstellen wollen. Die Helden spielen sich im Koop-Modus übrigens ein bisschen anders als in den bekannten PvP-Gefechten. Tracer verfügt zum Beispiel über mehr Munition und die Impulsbombe richtet wesentlich mehr Schaden an. Wie viele Story-Einsätze und Heldenmissionen in Overwatch 2 zur Verfügung stehen werden, bleibt abzuwarten. Aber wie der PvP-Modus soll die PvE-Variante mit regelmäßigen Updates versorgt und ausgebaut werden. Ganz wichtig, die Verbesserungen der Helden sind ausschließlich auf den Koop-Modus beschränkt und haben keinen Einfluss auf den Spieler-gegen-Spieler-Modus. An dem Mehrspieler-Modus aus Overwatch und den 6-gegen-6-Kämpfen mit 2 Tanks, 2 Heilern und 2 DDs wird erstmal nicht geschraubt. Vielmehr wird der PvP-Modus von Overwatch 2 vollständig mit dem des ersten Teils kompatibel sein. Spieler von Overwatch werden mit PvP-Spielern von Overwatch 2 zusammenspielen können und umgekehrt. Sämtliche Karten, Helden und Modi, die nach der Veröffentlichung von Overwatch 2 erscheinen werden, werden auch für Overwatch 1 zur Verfügung stehen. Die Entwickler wollen die aktuelle Spielerbasis keinesfalls mit Teil 2 spalten. Wem der Koop-Modus, die verbesserte Grafik und die neue Benutzeroberfläche egal sind, kann also weiter Overwatch spielen und bekommt trotzdem die neuen Inhalte. Man soll sogar alle erspielten Skins, Spieler-Icons, Sprays, Emotes und Statistiken in den zweiten Teil mitnehmen können.
Mit Schub befindet sich ein neuer PvP-Spielmodus in Entwicklung. Auf symmetrisch angelegten Karten kämpfen die Teams um die Kontrolle über einen Roboter. Zu Beginn steht dieser mittig auf der Karte und soll bis in die Basis des jeweils gegnerischen Teams begleitet werden. Jedes Team kann die Kontrolle über den Roboter übernehmen, sobald sich Helden in seinem Umfeld befinden. Es entwickelt sich eine Art Tauziehen. Die Frage, ob es Lootboxen im zweiten Teil geben wird, wollten die Entwickler nicht beantworten, da das Geschäftsmodell bisher nicht festgelegt wurde. Über Crossplay und Cross-Progression konnten ebenso keine Angaben gemacht werden. Nach dem ersten Anspielen hat Overwatch 2 einen durchaus guten Eindruck hinterlassen. Es ist vorbildlich, dass die PvP-Gefechte inhaltsgleich und kompatibel mit dem ersten Teil sind und so die Multiplayer-Community nicht unnötig aufgeteilt wird. Die neuen kooperativen Story- und Heldenmissionen fügen sich wunderbar in das Overwatch-Universum ein und erlauben gescheite Erzählungen, sofern Blizzard noch in Sachen Ideenreichtum, Heldenfortschritt und Vielfalt bei den Koop-Missionen nachlegen kann.